Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von Elitewerk. Heute haben wir uns mal was ganz Neues für dich überlegt, denn wir werden jetzt in den kommenden Folgen immer mal wieder was aus unserem Online-Marketing-Werkzeugkasten rausholen. Ja, und zwar alles rund ums Thema Online-Marketing, welche Werkzeuge wir dafür verwenden, welche coolen oder vielleicht auch witzigen Stories es dazu gibt und wie auch du diese Werkzeuge für dich nutzen kannst, was da auch für deinen Betrieb und das Marketing deines Betriebs sinnvoll ist. Klar, hier natürlich alles mit drin, aber auch ein Handy, ja? Schleichwerbung bitte jetzt mal nicht beachten. Was hat es denn jetzt mit dem Handy auf sich? Online-Marketing, ja, okay. Ich kann euch eines verraten, es hat was mit unseren Marketing-Tagen zu tun. Es hat nichts mit dem Anrufen zu tun, mit Social Media, mit dem klassischen Rumdaddeln, ja, sondern wirklich was mit unseren Marketing-Tagen. Aber warum habe ich jetzt keine Kamera da rausgezogen, die wir mittlerweile verwenden? Ganz einfach, mit dem hat alles angefangen. Das war das einzige Marketing-Tool, das einzige Werkzeug, was wir hatten, als wir mit Elitewerk gestartet sind. Und da haben wir wirklich alles drüber gemacht. Wir haben unser Marketingmaterial, unsere Bilder und Videos damit aufgenommen, bearbeitet und veröffentlicht. Und das hat wirklich auch für den Beginn gereicht. Wir haben dennoch Aufmerksamkeit generiert. Leute haben uns angesprochen, was wir da für Sachen machen. Wir sind in die Sichtbarkeit gekommen, einmal natürlich für die Schattenvielfalt, für unsere ersten paar Kunden, die wir da zu diesem Zeitpunkt hatten und auch Elitewerk selbst. Und von daher war das unser Startpunkt. Ja, was kannst du jetzt da für dich mitnehmen? Es braucht nicht immer so das größte Equipment, nicht immer die teuerste Kamera, das teuerste Ringlicht, du musst nicht ein ganzes Studio bei dir im Betrieb haben. Nein, eigentlich reicht genau dein Handy mit einer gescheiten, funktionierenden Kamera und du kannst schon ganz, ganz viel für deinen Betrieb machen, um damit auch schon Bewerber und Interessenten anzuziehen und für dich zu gewinnen. Und wir haben ganz normal gestartet, ein paar Bilder gemacht. Ich hatte mir damals so eine App runtergeladen, um noch ein bisschen die Bilder zu bearbeiten, dass sie einfach ein bisschen anders aussahen als jetzt einfach nur gemacht und hochgeladen. Haben ein bisschen den Kontrast erhöht, die Belichtung angepasst und das war's dann aber auch schon. Und somit haben wir die Bilder dann auch veröffentlicht, also wirklich authentisch und unperfekt. Und die kamen auch schon sehr, sehr gut an. Und unser Tipp hier für dich: starte, nimm dein Werkzeug aus der Hosentasche, benutze es und beginn mit dem Online-Marketing. Beginn damit in die Sichtbarkeit zu gehen und es wird sich auf jeden Fall lohnen. Wie du siehst, was hier draus geworden ist, das Ganze hat mit so einem kleinen Ding gestartet. Wir blenden hier jetzt gleich noch ein Video ein. Das war einer unserer ersten Marketingtage. Wenn ich mich richtig erinnere, sogar ziemlich genau der zweite Marketingtag, an dem wir Material aufgenommen haben. Dort haben wir zum einen Bilder gemacht, aber eben auch kleine Videosequenzen rein mit dem Handy, die wir dann zu diesem Video zusammengeschnitten haben. Da ging es um das Thema Silikonfugen und neue Kundenanfragen für Silikonfugen zu gewinnen. Mein Name ist Kevin Rehberger. Ich bin Geschäftsführer von Fugenmann Rhein-Neckar und wir sind der Spezialist hier in der Metropolregion Rhein-Neckar für Ihre Silikonfugen. Unser Material ist besonders langlebig, es hemmt den Schimmel, das heißt Schimmel entsteht nicht so schnell auf der Fuge und die Silikonfuge greift das Material nicht an. Dieses Video hat jetzt insgesamt 30 Kundenanfragen generieren können. Es lief auch ein paar Wochen. Der Kunde war super happy, konnte dadurch auch neue Aufträge abschließen. Und wir empfehlen das auf jeden Fall auch dir, einfach zu starten und könnte ja nach vorne losgehen. Also, wenn du das nächste Werkzeug wissen möchtest, welches wir dann aus der Kiste hier holen, dann bleib unbedingt dran, schau dir die kommenden Vlogs an, vergiss hierzu nicht, die Glocke zu aktivieren und unseren Kanal zu abonnieren. Wir freuen uns mega über dein Feedback. Hinterlass es uns gerne persönlich auf Instagram oder Facebook oder schreib es direkt hier in die Kommentare und wir nehmen auch jeden Themenwunsch an. Also
freuen uns auf dein Feedback.